Wenn der ganze Aktienmarkt crashen wird, wird auch der Kryptomarkt mit darunter leiden. Also was kann man denn machen? Wie kann man sich denn schützen und wie kann man das aufbauen? Weil wir sind in einer Situation. Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Wenn du nur eine einzige Einnahmequelle hast, ein Arbeitgeber in der aktuellen Situation, in der wir sind, dann solltest du dieses Video unbedingt angucken und wir sprechen über den Crash, wo eigentlich kein Finanzexperte sagt, nö, kommt nicht, sondern die USA und so haben die Schraube so hoch gedreht, irgendwann muss es einfach knallen. Und wir sind da angekommen, was die Fed ja eigentlich versucht hat zu verhindern, bei einer Inflationsrate von 7,2%, die höchste Inflationsrate seit 1990, seit 30 Jahren. Es ist so krass. Was heißt das genau? Es heißt genau, dass nicht, weil ein Land ohne Ende Geld drucken kann, das dann keine Probleme mehr hat. Weil dann wäre ja zum Beispiel Simbabwe oder so das reichste Land der Welt, weil die haben so viel Geld gedruckt, dass auf einem Schein eine Quadrillion steht. Oder die haben dann irgendwelche Namen gehabt, die kannte ich noch nicht. Also da steht dann nur noch eins mit 97 plus Nullen oder so. Also so Geld drucken löst nicht das Problem. Das ist klar. Und dass dieses Fiat-Geld immer zum Scheitern verurteilt ist, ist auch klar. Das Fiat-Geld ist mit nichts gesichert. Es ist praktisch nichts. Es ist nur Casino-Geld. Und das Einzige, was es an Wert hat, ist, dass die Leute dem vertrauen und sagen, oh, die Regierung hat ja gesagt, das ist was wert. Deswegen ist es was wert. So, wenn das nicht mehr wäre, dann wäre das Geld sofort entwertet. Wie in anderen Ländern. So, wir haben Inflationsraten in Argentinien von 50% in einem Monat. Wir haben in Nigeria, Libanon, überall. Es ist dramatisch. Okay, es ist wirklich dramatisch. Und was ist die ganz, ganz große Gefahr und wie kann man sich da überhaupt rausziehen? Was kann man überhaupt machen? Weil im Endeffekt, wenn der ganze Aktienmarkt crashen wird, wird auch der Kryptomarkt mit darunter leiden. Also was kann man denn machen? Wie kann man sich denn schützen und wie kann man das aufbauen? Weil wir sind in einer Situation, und das sage ich schon seit Jahren, dass wir eine neue Welt haben. Wir haben eine neue Welt und die ist jetzt so schnell über uns gerollt worden. Bald kommt das Metaverse, haben wir schon drüber gesprochen. Und bald arbeiten wir praktisch nur noch eigentlich von zu Hause, alles digitalisiert. Wir werden in einer Parallelwelt leben. Guckt dazu unbedingt das Video, was ich gemacht habe. Dann wird von uns alles übernommen. Also künstliche Intelligenz, Computer draußen fahren kleine Roboter als Postboten rum. Du hast Barkeeper als Maschinen, du hast einen Eisdealer, der mischt die Eissorten zu. Wir haben Kellner, also Roboter, die dir das Essen zum Tisch bringen. Künstliche Intelligenz ist so gut, dass der Weltmeister im Schach nicht gegen künstliche Intelligenz gewinnen konnte. So, weil die künstliche Intelligenz ist so, also kann so schnell lernen. Und überleg mal, was passt alles auf deine Festplatte vom Computer? Da kann ich einmal das gesamte Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Familienrecht, ich kann einfach alles einmal drauf spielen. Oder jetzt alle Medizinbücher, Anatomie, ich spiele einfach einmal alles drauf. Dann ist so von der 100-Gigabyte-Platte sind so 10 Kilobyte besetzt. Und du hast das ganze Wissen, was ein Mensch niemals lernen kann. Das heißt eigentlich, die Gefahr ist so groß. Und deswegen sagt Elon Musk zum Beispiel auch, der Mensch wird ersetzt durch die Technologie. Das kommt und das ist die große Gefahr. Deswegen wollen die jetzt, und sie sprechen sogar schon in Europa, vom universellen Grundeinkommen. Und das ist diese Great Reset-Geschichte, dass wenn du denkst, jetzt gerade, so mit den ganzen Bestimmungen, die jetzt gerade sind, wo einfach alles abgeschlossen wird, dass das die Endstufe ist und dass man Menschen überreden muss, mach mal was und dann mach das mal nochmal. Das schützt dich zwar nicht, aber mach's nochmal. Und nochmal. Und die Leute so. Hey, cool, mach ich nochmal. So, also das heißt, das ist jetzt und wir sind noch nicht da angekommen. Beim universellen Grundeinkommen, die können dir sagen, egal was, so laufen nur noch auf Händen. Ja, wenn du nicht auf Händen läufst ab jetzt, dann kannst du leider auch keine Bahn fahren mehr und haben mit, da wirst du dann eingeschränkt und da wirst du eingeschränkt, dann kannst du nicht mehr fliegen, kannst du nicht mehr. So, das heißt, wenn wir da drin gelandet sind, dann wird es echt extrem schwer. So, das, Moment, es kommt gleich eine Lösung. Aber was heißt das jetzt mit dieser 7% Inflation? Das ist 7% Inflation ist CPI. Das heißt, das ist das, was Leute so ausgeben. Also so
keine Ahnung, sie gehen raus, kaufen Klamotten, kaufen Nahrungsmittel und so, das ist 7%. Aber die Realinflation, das, was man zum Beispiel investiert, also Aktien, Immobilien und so weiter, ist 10 bis 15%. Das ist die Realinflation. Das ist so viel. Das heißt, wenn du nicht 15% mehr Geld jedes Jahr bekommst, dann hat dein Geld, dein Fiat-Spielgeld, 15% weniger Kaufkraft. Du kriegst dann immer noch 100 Euro, aber die 100 Euro können einfach 15% weniger oder 7% weniger kaufen. So, das ist das Problem. Und warum geht das nicht so weiter? Also, die Fed ist in der absoluten Zwickmühle. Wenn sie weiter drucken, 30% der gesamten Geldmenge in einem Jahr, dann nochmal 50%, nochmal 50%. Und du wirst das vielleicht merken, jetzt, wenn der Winter kommt, an den Energiepreisen und so. Spritpreise ist dir vielleicht schon aufgefallen. Energiepreise, die verdoppeln sich zum Teil. Das ist so krass. Wie sollen wir dann mit dem Geld, mit dem Gehalt noch das bezahlen? Das ist zu krass. Und warum kann die Fed jetzt nicht einfach unendlich Geld drucken, habe ich am Anfang schon gesagt, weil dann wird das Geld so krass entwertet. Einfach mal, oh, kommen die 30% der gesamten Geldmenge, drucken wir jetzt einfach mal in einem Jahr. Und dann nochmal 50%, nochmal 50%, das geht so nicht weiter. Dann wird das Geld so krass entwertet, dass irgendwann, wie es ja überall in anderen Ländern ist, ein Brot dann 500.000 Euro kostet. So, das geht nicht. Du kannst nicht ohne Ende weiterdrucken. Jetzt haben die folgendes Problem. Was können sie machen? Sie können die Zinsen anheben für die Firmen. Dann haben wir aber einen totalen Crash. Also dann wissen sie, fällt das Kartenhaus komplett zusammen, weil wenn du die Zinsen anhebst, und man muss wissen, dass fast alle Firmen auf Schulden basieren. Also es ist nicht so, dass jemand so mega erfolgreich war und dann tut er sein ganzes eigenes Geld da rein und dann wächst die Firma und so. Das wäre schön, so, aber es ist meistens nicht so. Das heißt, du willst eine Arztpraxis aufmachen oder was, holst dir einen Kredit. Du willst ein Restaurant aufmachen, holst dir einen Kredit. Du willst ein Hotel aufmachen, du hast nicht einfach 10 Millionen, um ein Hotel aufzumachen, holst dir einen Kredit. Das heißt, die gesamte Wirtschaft basiert ja auf, das ist ja das Problem, auf Schulden. So, und deswegen, wenn die Fed jetzt einfach sagt, hey, ihr kriegt die Zinsen nicht mehr für, keine Ahnung, 0% oder 0,1%, sondern ihr müsst jetzt 5% oder 10% Zinsen zahlen, dann sagen die ganzen Firmen, ja, hallo, geht nicht mehr, kann ich nicht mehr, muss Konkurs anmelden. So, und dann, wenn die ganzen Firmen pleite gehen, gehen natürlich auch die einzelnen Menschen, die da drin arbeiten, pleite. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn man nur eine Einnahmequelle hat, ist man komplett in Gefahr, weil dann gehen die ganzen Leute pleite. So, und das ganze System funktioniert nicht. Das heißt, es gibt keine Lösung dafür. Diese Spanne ist über Jahre so übertrieben worden, dass es eigentlich keine Lösung gibt, außer ein Crash. So, und ja, deswegen ist das ein Mega-Problem. Die einzige Lösung, die man sehen kann, wäre wirklich Mathematik. Also deswegen ist Bitcoin als Infrastruktur und das ganze Web3, also Ethereum, Blockchain, ist so wichtig, weil das die neue Technologie ist. Bitcoin, 21 Millionen, da gibt es nicht mehr. Es ist nicht manipulierbar von irgendeiner Regierung. Es werden 21 Millionen da sein, davon sind schon 4 Millionen verloren. So, wir haben jetzt gerade 18,9 Millionen Bitcoin, es werden in den nächsten 100 Jahren noch die letzten 2 Millionen gemeint. So, und mehr hast du nicht. So, das ist Mathematik. Das ist die beste Infrastruktur, die man haben kann. Das ist fair. Der Mensch kann von Mensch zu Mensch hin und her schicken. Wir haben keine Banken da drin, die das alles kontrollieren, die dich sowieso verarschen, die das ganze System zum Kollaps bringen, nur damit sie mehr Geld machen und so. Das ist das fairste System, was man sich vorstellen kann. Und das ist der Grund, warum El Salvador zum Beispiel und warum die ganzen anderen Länder, die gerade dollarabhängig sind, die gar keine Kontrolle über das Geld haben. Sie haben mit dem Dollar, mit dem Verarschungsgeld einfach gar keine Kontrolle über ihr eigenes Land. So, und deswegen gerade für die, das sind die Ersten, die reinkommen, ist sowas wie Bitcoin, was Mathematik ist und was nicht abhängig ist von einer Regierung, nicht manipuliert werden kann, sicher ist von zigtausenden Computern auf der ganzen Welt geschützt ist. Das ist die einzige Lösung, die man sich vorstellen kann. Und nicht nur jetzt unabhängig davon, ob der Dollar jetzt entwertet ist, weiter und so. Das ist die beste Infrastruktur und vor allen Dingen ein extrem krasses Netzwerk. Und ich habe ja gesagt, Blockchain entwickelt sich doppelt so schnell wie die schnellste Adaption, die wir jemals hatten, das Internet. So, das Internet hat sich von Jahr zu Jahr um 63% erweitert und Blockchain um 113%. Das heißt, die Adaption, die Technologie ist so krass, dass sie nicht aufgehalten werden kann von keiner Regierung, egal was sie versuchen. Und deswegen ist das auf lange Sicht
Der einzige Hedge, den ich sehe, den man wirklich haben kann, man kann natürlich auch Immobilien haben, natürlich auch im Blockchain, egal wo die Preise werden, wenn es im Stockmarket erstmal richtig zum Crash kommt, wird wahrscheinlich alles runterfallen, aber das ist egal, es kommt auf die Struktur an. Was habe ich dann? Habe ich dann vielleicht Gold? Habe ich Immobilien? Habe ich Bitcoin? So, und Bitcoin wird am schnellsten wieder steigen, hat man ja 2020 gesehen, oder allgemein Blockchain, weil der Use Case, also die Menschen brauchen das. Das ist das bessere Internet. Das Internet ist zentralisiert und das letzte Video, folgt mir mal bitte auf Instagram von YouTube wieder. Sie wollen jetzt einfach den Dislike-Button entfernen. So, hey, irgendwie das Volk ist voll gegen die arme Regierung. Was? 50.000 Dislikes und nur 1.000 Likes? Nee, wir machen jetzt die Dislikes einfach weg. So, damit schützen wir den kleinen Creator, damit er nicht traurig ist. Er kann das in seinen Insights dann trotzdem weiter sehen. Moment mal, ist er dann nicht genauso traurig? Aber ihr seht das dann nicht mehr. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos darüber. So, und diese Zentralisierung von dem kaputten, dreckigen Internet ist weg mit dem neuen Internet-Blockchain. Und die Technologie ist so schnell, ist so unaufhaltbar und selbst wenn es, keine Ahnung, 80% runtergeht, das ist egal, auf lange Sicht wird es nicht aufzuhalten sein und auf lange Sicht sehe ich das als einzige Lösung, okay? Deswegen, das ist erstmal zum Crash, zum Schützen, ein kurzes Video, aber was ganz wichtig ist, ist, dass man es so aufbaut, dass man nicht von einem Arbeitgeber abhängig ist. Das ist die größte Gefahr. Wenn man sich verschiedene Einnahmequellen alle unabhängig aufbaut, unabhängig von einem Arbeitgeber und das funktioniert und dann verschiedene Einnahmequellen hat, wo kein Chef dir sagen kann, ey, mach jetzt das. Was willst du nicht? Alles klar, verlierst du den Job. Hä? Was ist das denn? Hallo? Was, ich verliere den Job? Also erstmal würde ich einen Anwalt einschalten. Aber unabhängig davon, dass man verschiedene Einnahmequellen hat, dass wenn eine Einnahmequelle wegfällt, ist nicht so schlimm. Man hat das verteilt, man hat was aufgebaut, was man unabhängig macht. Man hat nicht mehr seine Zeit gegen Geld getauscht. Nur wenn man seine Zeit nicht mehr gegen Geld tauscht, kann man skalieren. Das heißt, ich kann, sagen wir mal, ein Kunde von mir macht Millionen mit Kugelschreibern. So, er verkauft 100 Kugelschreiber am Tag. Wenn er jetzt die Werbung verbessert und mehr Werbebudget für Kugelschreiber verkaufen hochfährt, dann kann er seinen Verkauf von, keine Ahnung, 100 Kugelschreibern am Tag auf 5000 Kugelschreibern hochbringen, ohne dass er mehr Zeit einsetzt. So, das ist nicht mehr Zeit gegen Geld. Wohingegen, wenn ich jetzt arbeite, ich habe 24 Stunden am Tag. Egal, ob ich 20 Euro die Stunde kriege oder 100 Euro, es ist egal. Ich komme da nicht raus. Ich kann nie von 100 Kugelschreiber auf 5000 Kugelschreiber das erhöhen. Es geht nicht, weil es meine Zeit ist. Und das ist die Gefahr. Und wenn man dann, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel von meinem Kunden mit Kugelschreiber verkaufen. Er ist nicht ortsgebunden. Er kann die Kugelschreiber von überall auf der Welt verkaufen. Und er kriegt keine Termine vordiktiert. Ey, mach mal das. Es gibt keinen, der sowas sagt, weil er verkauft die Kugelschreiber. Und jetzt denken viele, Sissi, soll ich jetzt Kugelschreiber verkaufen? Nein. Ich sehe schon die Kommentare. Man muss sich Wissen ansammeln, wie man was aufbaut, dass man von denen nicht mehr abhängig ist, wie man verschiedene Einnahmequellen hat, die alle diese vier Punkte nicht haben und die unabhängig sind. Das ist das, was man sich an Wissen ansammeln muss. Und deswegen jedes Mal, ich weiß, keiner klickt drauf, tue ich in die Kommentare unten angepinnt das eine Video, wo ich das genau erkläre, aber ja, ob du es guckst, liegt an dir, nicht an mir und ja, das war es erstmal zu dem Crash, zu der Situation und schreib mir unbedingt unten rein, natürlich erstmal das Video liken, abonnieren, ist es eigentlich für YouTube, für mich jetzt sowieso egal, die streichen sowieso alles, mir egal, aber wenn ihr was für den Algorithmus machen wollt, so, dann like das gerne, teilt das Video gerne, weil es wird viele Menschen betreffen, es wird sehr, sehr viele Menschen betreffen, die dann ja, deren Job übernommen wird von Computer und deswegen teilt das gerne und schreibt unbedingt unten rein, ob ihr ein nächstes Video sehen wollt und zwar, welchen Coin ich als letztes kaufe oder gekauft habe, okay? Wie ich das sehe, wie ich den Markt sehe, schreib unten rein, wenn du das sehen willst, dann weiß ich auch, dass du bis zum Ende geguckt hast und das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach. Tschüss.